Mabel, im zweiten Teil hast du uns ausführlich über das Ende der Apartheid berichtet. Immer wieder hört man aber heute noch eben von den großen Unruhen. Du hast bestimmt damals auch schon etwas derartiges erlebt, als ihr dort noch zu Hause wart. Ja, es war sehr schön, aber trotzdem, da war immer ein bisschen Gefahr. Wir haben persönlich und mit Freunden und Family leider Gewalt und Kriminalität erlebt. Persönlich, dass wir haben ich war dreimal mit der Pistole, aber das Schlimmste war, wir haben fünf Männer hat reingekommen mit Pistole in unser Haus und hat uns geschlagen, gefesselt und geraubt. Aber die Rauberei war nichts im Vergleich zu der Angst, man hat vor dem Leben, vor den Kindern. Auch meine Eltern waren da auf Besuch. Es war ein Albtraum, ich muss sagen. Und ich glaube, wir sind immer noch ein bisschen traumatisiert. Aber thank you God, danke, wir waren so blessed, gesegnet, dass jemand hat unser das Haus hat einige Front Door, Hintertür. Jemand hat die vorne Tür gekommen, geklingelt. Und die haben geflogen, die fünf Männer mit der Pistole. Also geflohen. Geflohen, also, ja. Und es war schon, die ganze Situation, es war schockierend. Man kann nicht beschreiben, die Unmächtigkeit, die tiefe Angst man hat, besonders mit meiner Töchter, wegen leider einige Familie war nicht nur geraubt, aber auch verwaltigt. Vergewaltigt. Ja, und geschossen. You know? So wir haben, I say thank you God, wir haben Glück gehabt. Und das kam aus heiterem Himmel, die kamen einfach. Ja, da war kein nichts davor. Nein, I mean, wir haben gewusst, das passiert zu anderen Families. Wir haben über das in Zeitung gelesen und gehört. Aber man immer glaubt, das wird bei uns nie passieren. Aber es hat. Und das ist nur ein von dreimal, dass ich habe Pistole, meine Körper. Und ja, das ist keine Lebensqualität. Und man muss, und dann habe ich gelernt, wie ein Revolver zu benutzen. Ich habe Private Security Force. Wir mussten ein Haus laufen mit einem Panic-Button, dass wenn etwas passiert, wir können drücken und kommt die Rettung. Das Haus, Self-Standard Alarm System, nach dieser. Und das ist keine Lebensqualität, you know, und die gewaltige Kriminalität muss immer aufsteigen, yeah. Immer. Und für jede. Ich habe viele Freundinnen und Freunde, die sind dunkelhäutige Leute. Sie haben, ich glaube, mehr als uns gelitten. Sie haben so viel Angst, wollte lieber in Gebiete, wo die weißen Leute wohnen. Meine gute Freundin von mir, Priscilla, war hier im Besuch 2018. Und ein Tag hier, Priscilla, und sie ist so schwarz. Sie sagt, Mabel, ich würde gerne meinen Reisepass wegwerfen und hier bleiben. Ich fühle mich so wohl. Und ja, man kann, es ist kein gutes Leben. I mean, man hat ein großes Haus mit einem Swimbad, hatte ich, Holiday Homes, alles. Aber das bedeutet gar nichts. Gar nichts. Wenn Männer haben deine 14-jährige Tochter bei der Haar um das Haus so. Ja. Das klingt, ja, das klingt sehr schrecklich. Ich kann mir das nicht vorstellen, bei uns, dass es auch so ist. Ich habe nur mal gehört, dass man ja am Abend auch nicht raus sollte. Oder? Das ist schon so. Also du bist wirklich eingeschränkt. Ja, das Einzige ist ein von diesen Ländern, wo die Kriminalität sind frei und die normalen Leute sind hinter Gitter. Es war so. Ja. Und war das auch der Grund, warum ihr danach wieder zurück nach Europa gekommen seid? Ja, hauptsächlich.
Und wir haben, zum Glück, ich habe britische Pässe für meine Kinder organisiert. Und mit das, wir könnten hier kommen. Und auch mein Mann, thank God, hat eine Stelle in Liechtenstein bekommen, in der Balzers AG diese Zeit. Und wir haben die Möglichkeit, hier zu kommen. Und erst, wir waren in Österreich, in Feldkirch ungefähr. Und es war eine schwierige Entscheidung, Freunde und alle hinterzulassen, alles, wir wussten, besonders von meinen Töchtern. Kirsten war 21, Katie 19 und Melissa. Melissa war nur 13. Ich musste sofort in die Schule in Feldkirch gehen, ohne Deutsch, ohne Dialekt, nichts. Aber wie diese drei Mädchen, diese Frauen eigentlich jetzt, integriert haben, ist erstaunlich. Sie sind alle mit Einheimischen verheiratet. Sie sind so glücklich und immer wieder sagen, Mama, danke, dass du den Mut hast, rauszukommen. Mhm. Und ja, ich bin sehr froh. Ja. Und stolz, das sieht man dir ja, auch. Ja, ja, stolz um die Mädchen, ja. Wie geht es dir und deiner Familie heute? Es geht uns sehr gut. Wir sind alle daheim, at home, arbeiten, Enkelkinder, Häuser, gute Freunde, Aktivitäten. Es geht uns sehr gut. Wir fühlen uns wirklich wohl hier. Und was hast denn du die ganze Zeit hier gemacht seit 2003? Ja, außer uns zu unterstützen? Ja, weil gearbeitet, so was denn, Primarschullehrerin, erst in Formatio und dann in der International School Rheintal und dann in der Mauren in Schanwald als English Assistentin. Viel Spaß, das war eigentlich super, in den Nerven zu Hause, in meiner Gemeinde. Ich habe auch freiwillig Arbeit gemacht, das bringt mir viel Freude. Und ja, viel Sport und Wandern und Radfahren, es geht mir sehr gut. Und wie gefällt es denn hier, dir hier so in Liechtenstein? Also, wenn du es vergleichst zu früher. Well, ich liebe es hier. Ich bin total zu Hause. Ich fühle mich total wohl. Ich bin eigentlich, ja, ich bin so wohl, dass ich Melissa und ich einbürgern uns selber dieses Jahr. Hoffentlich. Und es geht uns sehr gut. Ich habe viel Freunde, viel Knüpfen mit der Gemeinde und dem Land. Ja. Ich erlebe dich ja immer sehr aktiv. Mhm. Also überall, du machst überall mit und hilfst überall aus. Was planst du in nächster Zeit für dich hier? Ja. Aktivitäten? Well, ich gerne mit den Seniorenmauern freiwillig Arbeit machen, und auch mit den Seniorenverbund in Liechtenstein. Wir haben einen Kochkurs geplant, wir haben es ein bisschen verschieben. Und ich arbeite freiwillig in einem Stall mit Pferde. Und das macht Spaß auch. Und auch viel Zeit mit meiner Familie und Freunden, und meinen Enkelkindern, selbstverständlich. Es alles schön. Viel zu tun. Okay. Ja, aber zum Schluss, wir sind schon fast am Ende. Mhm. Was möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern oder Zuseher eigentlich mit auf den Weg geben? Ich würde sagen, dass Schätzung ist eine Supermacht zu schätzen. Appreciation ist eine Superpower. Und wir müssen unserem Gott danken für all, was wir haben. Aber meistens sei flexibel, sei freundlich, sei, ja, endlich leben, lebe das Leben, live life, genieße es. Super. Danke. Fall, liebe Mimmel, danke fürs Gespräch. Ja. Also war sehr informativ. Danke. Und ja, zum Schluss möchte ich euch auch gerne mitteilen, wir decken gerne aber mit der Mimmel im kommenden Jahr wieder einen Englischkurs anbieten, währenddessen wir da am Planen sind und vielleicht auch noch länger mit dem Corona-Zug, also ein bisschen unsere
Probleme haben, würden wir auch gerne online was machen. Also wir haben mit dem Emil schon drüber geredet. Lande überrascht, das wird noch ganz spannend. Also schauen ab und zu mal rein auf seniorenmauern.li. Es wird uns freuen und vielleicht begegnen wir uns dort wieder. Und es wird ganz sicher gut. Die Zeit in dem Fall. Alles Liebe und ciao.